Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Und ja, yeah, wir sind gelandet, gestrandet, abgestürzt, verurteilt, zum Tode verurteilt eigentlich. Wir sind eigentlich ein böser Junge und ja, haben scheinbar einen, ich sag's mal vorsichtig, Freund gefunden. Wiesenkraut. Mhm. Ich will mich auch nur ganz kurz hier ein bisschen umschauen. Ein paar Kräuterlis noch einsammeln. Oh oh. Was ist das für Viechterform? Junger Terrorwolf oder so irgendwas, ne? Aha. Ich würde sagen, wir speichern das mal. Na komm. Jawohl, bitte. Es passt schon so. Ich probiere es einfach mal. Jetzt ist halt die Frage, ob wir nicht vielleicht, also Hornwolf heißt der, okay, ob man jetzt vielleicht noch die Fähigkeit erlernen werden, Felle abzuziehen. Der schaut aber ein bisschen aus. Ah, da. Keine Munition mehr. Aha. Au. Würdest du wechseln? Also irgendwie schaut aus wie ein Werwolf. So komisch irgendwie. Rohes Fleisch. Ich dachte mir nämlich gerade, dass... Schöne Gänseblümchen sind das hier. Ich dachte mir... Was wollte ich jetzt sagen? Ich dachte mir, das ist ein Werwolf. Boah, das Wasser, ne? Bisschen ungut, wie gesagt. Noch immer. Dann lassen wir das hier mal ein bisschen mitten erkunden. Dann gehen wir vielleicht zu unserem Freund zurück. Ich habe jetzt nämlich alle Pfeile verschossen, schlau wie ich bin. Hehe. Yeah. Also. Und was haben wir hier? Eine Ringelblume. Na, mächtige Mana-Pflanze. Aha. Fertig? Es geht. Kann's weitergehen? Ja, ja, dann renn auch. Was haben wir hier? Aha. Kleiner Heiltrank und rostige Axt. Holla, die Waldfee. Die werden wir uns gleich mal anziehen. Eine neue Waffe, die rostige Axt. Wie stark ist eigentlich unser Eisenstangen? Schaden 20, die rostige Axt hat 22, also plus 2 Stärke mehr. Also Schaden, nicht Stärke, Entschuldigung. Stärke und Konstitution sind gleich. Diese Axt ist rostig und stumpf, aber sie macht mehr Damage. Drum rüsten wir sie auch gleich aus. Ich sehe schon, um Waffen führen zu können, ist es ungefähr gleich wie bei Gothic und Risen auch. Wir müssen unsere Fähigkeiten ausbauen, um dann später stärkere Waffen führen zu können. Mhm, gut. Aber da ich eigentlich einen... den Weg eines Magiers beschreiten möchte. Wir werden trotzdem wahrscheinlich nicht um Nahkampfwaffen herumkommen. Also los. Werden wir schon sehen. Ab hier müssen wir aufpassen. Aha. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Aha. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich beklaut. Das ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan. Geh weiter. Machen wir das mit bestohlen? Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Mhm. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Aha. Was ist eigentlich deine Aufgabe in deinem Clan? Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Irgendwie erinnerte mich an Gorn, die gute Seele von Gothic. Na gut, Kumpel, geh weiter. Geh weiter. Bleib hinter mir. Ach ja, ich muss ja böse sein. Geh weiter, Alter. Ne? Ja. Fertig? Nicht ganz.
Ich tue immer ein bisschen rumschauen. Also da los. Sind so viele Heilkräuter. Pflanzen meine ich. Entschuldigung. Heilpflanzen. Fertig. Die brauchen wir alle. Jo, mein Gott, der hat auch überhaupt keine Geduld. Aber ich fühle mich halt auch gerade auf wie ein Rotkäppchen im Wald, ne? Oh, eine Blume, da muss ich hin. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. Oh, tada! Neu, wupp. Stufe aufgestiegen. Ja, jetzt kann ich das wieder mal sagen. Voll cool. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Oi. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Kümmert dich das? Sie sind eurer Stadt immerhin ziemlich nah gekommen. Was denn, Kleriker hier draußen? Du hast sie also einfach verrecken lassen. Kleriker hier draußen? Frag mal blöd was weiter. Denn? Kleriker hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Du scheinst die Kleriker wohl nicht so mögen, was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Kümmere dich besser um deinen eigenen Dreck. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Was wäre, wenn ich jetzt sage, ich käme von den Klerikern? Möglicherweise bin ich ja ein Outlaw. Mal angenommen, ich käme aus Xakor, aus dem Land der Alps. Ja? Mal angenommen, ich käme aus Xakor, aus dem Land der Alps. Tja, dann müsstest du schon etwas länger nicht mehr dort gewesen sein. Das ganze Elex, das die Alps täglich um sich haben und konsumieren, macht sie zwar stark, aber man erkennt sie auch sofort. Für so einen Eisklotz aus dem Norden hast du mir entschieden zu viel Farbe im Gesicht. Nee? Möglicherweise bin ich ja ein Outlaw. Tja, dann werde ich wohl auf meine Habe aufpassen müssen. Die Könige der Wüste verpassen ja keine gewinnbringende Gelegenheit, was man so hört. Und Kleriker? Was wäre, wenn ich jetzt sage, ich käme von den Klerikern? Nun, dann wärst du ziemlich weit weg von zu Hause. Das hochtechnisierte Feuerland Ignadon liegt von allen Ländern der freien Menschen am weitesten von unserem Edan entfernt. Unterschied? Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Gehen wir durch die Ruinen? Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Eben. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Gehen wir die Ruinen. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Oh cool. Du bist ein Level aufgestiegen. Öffne mit V deinen Adjuktor, um neue Attributspunkte zu verteilen. Finde einen Lehrer, um für deine Lehrpunkte Fähigkeiten zu erlernen. Okay, dann probieren wir mal. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssen die Leichen der Kleriker noch da sein. Ganz ehrlich, kälteneutral. Ganz ehrlich, ich würde schon fast ein bisschen warten wollen. Aha, das sind dann die Fähigkeiten, die man von Lehrern lernen tut. Okay. Dann machen wir das noch schnell. Wiesenkraut, gesund und weit verbreitet. Und was hatten wir hier? Mächtige Mana-Pflanze. Sie kann in der richtigen Anwendung eine außerordentlich starke Wirkung entfalten.
Okay. Na gut. Fertig? Na fein. Ja, glaub schon. Was haben wir hier? Feuerkraut. Also los. Eine Straße. Na, du Viech. Eine kranke Pestratte. Ja, ich hab's schon vergessen gehabt. Boah, das mit der Energie ist echt doof, ne? Au! Kriege ich auch mal wieder welche? Alter, ausweichen wir auch gut. Okay, das haut nicht so gut hin. Das mit dem Energieregen ist ein bisschen... Danke! Ist ein bisschen... ja. Meh. Da muss ich echt schauen, dass ich bald Ausdauer kriege. Lalalala. Jo. Warte kurz. Wir müssen noch hier rein. Also hier hinschauen. Vielleicht liegt da irgendwas für uns. Tatsächlich. Eine Magnesiumfackel. Ich will aber den Dreier nicht benutzen. Ich will keinen Heiltrank trinken. Da haben wir noch ein paar Fackeln. Ein Geschoss. Aha. Okay. Tap, 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 tap. Ich muss immer sich ein bisschen umschauen, ne? La, la, la. Halt! Aha. Das ist ein Trottel. So, hin ist er, glaube ich. Sehr gut. Schwerfälliger Wühler. Aha. Das ist jetzt ein bisschen Fallout. Naja. Mutantenkraut. Na, gibt's Mutanten hier auch? Dann schon mal wirklich ein bisschen Fallout. Aber nur ein bisschen. La 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 la. So, mal ein bisschen rumglubschen. Da ist noch ein Heilkräutchen. So, ein paar Heilkräuter lasse ich lieber gerne stehen. Wiesenkraut für später. Die werden hier sicher nochmal vorbeikommen. Hoffe ich halt zumindest. Hier ist auch nichts versteckt. Ein Giftkraut. Aha. Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Mhm. Halt, war da noch was? Achso, nur klettern. Okay. Schau, Lagerfeuer, gebratenes Fleisch. Gut, das nehmen wir aber gern mit. Und selber dürfen wir jetzt auch braten, ne? 5 Stück, bitte ja. Super, so einfach kann es gehen. Du, das hört sich aber gar nicht gut an, dass du das knurrt. Kann's weitergehen? Kumpel? Ja, bitte. Was ist das? Du hast einen Teleport aktiviert. Ach, hör auf. Du kannst über die Karte in deinem Adduktor nun zu diesem Ort per Schnellreise zurückkehren. Ich bin verliebt in das Spiel. Ist schon passiert. Ist schon gut. Fein haben sie das gemacht. Wirklich wahr. Schnellreise ist immer gut. Fertig? Warte mal. Nicht so gar. Ich muss ja noch das Fleisch da mitnehmen. Immer diese Hektik. Ich will das Fleisch haben. Was da liegt? Das da, ja genau. Ich muss mir noch umschauen. Metallschrott, Heiltrank. Schau, was da noch alles liegen tut. Mann. Immer diese Hektik. Schwefelbrocken. Aha. Boah, ey, cool. Meine Güte, es gibt hier Sachen zum Entdecken. Da werden wir 30 Jahre brauchen.
hört sich an, als wenn er auf Kies oder so laufen wird, ha? Oder es sind kleine Explosionen bei den Füßen. Naja. La 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 la. Ich schau mich nur mal um. Da, schau mal, Zigarettenpackung, ja. Da können wir schon handeln. Schrottpatronen, aha. Aha. Noch ein paar Sachen. Okay. Pfeile, gerne. Die nehme ich liebend gerne mit. Mana haben wir auch bekommen. Aha, pures Mana sogar. Oh. Metallschrott. Ist da auch was? Das unten hört sich an, als wenn jemand Durchfall hätte. Na, Spaß. Spaß. Ist nur Spaß. Ah. So, ich will hier runter. So, schön vorsichtig. Das hört sich echt ein bisschen komisch an. Aber naja, vielleicht wird das auch noch verbessert oder keine Ahnung. Vielleicht ist es auch der Rost, den wir hören. Juhu! So. Was haben wir hier? Ein toter Kleriker. 66 Elix erhalten. Waffe eines Klerikers erhalten, aha. Das ist scheinbar eine künftige Quest. Jetzt, du bist so gestresst, ey. Lass mich doch mal ein bisschen anschauen hier die Gegend. Unfassbar. Immer diese Hektik. Unfassbar. Wirklich wahr. So, aber ich will noch kurz mal schauen. Ich lasse mit der extra Zeit. Waffe eines Klerikers. Unverkäuflich. Aha. Steht dabei, wie viel? Stärke und Dingens. Och du Heilige. Jo, die ist ein bisschen stark. Ein Lasergewehr der Kleriker. Habe ich bei den Berserkern gefunden. Ah, ja. Gut. Ja. Das lasse ich mal mit der Waffe. Was haben wir hier? Mutantenkraut. Für Alchemisten vielseitig einsetzbar. Ja, ja. Das heißt, wir werden erstmal Alchemie lernen dürfen. Und dann werden wir langsam dahinter kommen, wofür das ganze Zeug eigentlich gedacht ist. Alter, da rumpelt's, ne? Gebratenes Fleisch. Gut durchgebraten und lecker. Na bitte. So langsam kriegen wir ja was Gutes. Dann in den Bauch. Pures Mana. Die rohe Form des Mana kann zur Erstellung von Mana-Tränken verwendet oder direkt konsumiert werden. Okay, gut. Also los. Du, da ist ein bisschen finster. Ah, Schlafsack. Na bitte. Bis zum nächsten Morgen pennen. Bis Mittag schlafen, zum nächsten Abend und Mitternacht. Ist gleich, wie wir es gewohnt sind. Da kommt man, also da fühlt man sich gleich. Heimisch. Sehr gut. Ah, so ein Schläfchen ist was Feines. Einen Rucksack. Klopapier. Ich sage ja, das ist wichtig. Immer muss man Klopapier dabei haben. Ganz, ganz wichtig. Und Elixit. Jawohl. Ah, haben wir es schon mal durchgelesen? Ich glaube nicht, ne? Meteoritensplitter. Die Währung auf... Ach so. Die Währung auf Magallan. Ach so, Wert 1. Ach so, das heißt Alex. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, das sind, also das ist ein Elixit-Wert. Okay, alles klar. Ein Elixit-Wert. Nehmen wir alles mit. Gut, Entschuldigung. Jetzt weiß ich, wie die Währung heißt. Also schön. Propaganda. Aha. Das kann ich irgendwie nicht lesen. Ich nehme es einfach mal mit. Vielleicht können wir es als Klopapier verwenden irgendwann mal. Was, der knurrt. Das erinnert mich irgendwie an einen Schattenläufer, das Knurren. Wo rennt der hin? Ganz ehrlich, das Knurren. Oh, er hat irgendwas. Lauf, mein Freund, lauf. Halt,
muss zur Tür raus. Wo ist denn der Depp? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au. Hilfe. Wo ist denn der hin? Au. Da. Energieschwert ist niedrig. Mein Freund. Der Hund ist ja dämlich. Würdest du mal helfen? Zack. Will ich schützen? Und? Zack. 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 Na bitte, geht ja. So schön langsam, ne? Kann die Zocki das ja? So, da unten war eine Leiche. Oh, eine zweite Waffe. Eisenerz, guter Becher, wieder Elixit und Waffe eines Klerikers. Sehr gut. Da, Missionsbericht, aha. Momentel. Das hört sich doch interessant an. Oh, war ja, der Part ist zu Ende. Geschoss. Eine kleine Mini-Rakete detoniert beim Aufprall. Das ist aber nicht schlecht, erst. Was haben wir hier noch? Da. Guter Becher. Man kann daraus trinken oder ihn verkaufen. Okay, das hat richtiges reines Plunder. Hier. Missionsbericht. Weißt du was? Das machen wir im nächsten Part, okay? Den schauen wir uns im nächsten Part, oder? Kann man den überhaupt lesen? Tatsächlich kann man den lesen. Schauen wir uns im nächsten Part an. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!